So Leute, willkommen zu einer Map-Vorstellung nach etwas längerem. Heute spielen wir die Elytra Flying Challenge von Mackystein. Und ja, worum geht es hier und was muss man tun? Erstmal, das Ganze wird mit dem neuesten Snapshot gemacht, also ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber auf jeden Fall mit der 1.9. Und da wurde ja ganz frisch die Elytra da eingefügt. Das sind die Flüge, mit denen wir dann rumfliegen können. Ich zeige es mal ganz kurz, dann gleiten wir durch die Gegend, bla bla bla. Und wir können auch abstürzen. So, dann habe ich erstmal Restart direkt gemacht. Und ja, die Map wurde, wie gesagt, von MC Mackystein gebaut. Es wird jetzt nichts helfen, wenn ich das hier mache. Auf jeden Fall ist er unten verlinkt und da könnt ihr auch vorbeischauen. Okay, ja, in letzter Zeit kamen sehr wenig Map-Vorstellungen und es wird vermehrt wieder auf Twitter gewünscht. Haben viele gefragt, ey, das habe ich so gerne bei dir früher geguckt, wieso nicht mehr, bla bla bla. Und habe ich mir gedacht, stimmt, habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Und habe ich mir überlegt, ja, suche ich mal direkt was Schönes raus und habe das direkt gefunden. Und ja, das kam auch erst gestern raus, also das ist sehr aktuell. Okay, worum geht es hier erstmal? Wir sehen jetzt ganz viele Ringe und ja, das Ziel ist es, dass wir ja durch diese hindurchfliegen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Ganze in der 5 zu machen. Ja, würde ich fast sagen. Okay. Okay. So. Ja, auf jeden Fall gibt es hier mehrere Level und das Ziel ist es hinten. Man sieht den Beacon schon da hinten. Da müssen wir hinkommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist doch besser, wenn ich das so mache. Ja, ist angenehmer. Richtig. Oh Gott. Opa. Okay. Nein! Oh Gott, das gibt's doch nicht. Okay, nochmal. Also, in die rechte Richtung, die man guckt, dann fliegt man auch. Das heißt, man hochguckt, fliegt man auch hoch, aber nur eine kurze, begrenzte Zeit. Ja, weil es sind ja nur Gleitflügel. Und ja. So, Level 1 complete. Sehr schön. Und da sind wir auch schon bei Level 2. Jo, go. Auf jeden Fall werden die Level natürlich immer schwerer. Logisch. Und das schaffen wir auch schon nicht. Zack. So, denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr diese Map spielen wollt, dass ihr den neuesten Snapshot benutzt. Den könnt ihr da bei Use Development Versions, könnt ihr das da anklicken und dann könnt ihr euch das auswählen. Also müsst ihr ein neues Profil dafür erstellen. Sonst gibt es auch bestimmt Dutzende Tutorials. So, man muss immer durch den Ring auffliegen, der dann Gold ist. Das heißt, geht nicht einfach dann durch, ja, so random. Na! Ich habe jetzt nicht gerade Restart gedrückt. Ich habe jetzt nicht gerade Restart gedrückt, oder? Okay. Ja, böser Mauszeiger. Weg. So. Gerade so schön geflogen. Schon verkackt, oder? Ja. Okay. Go. Okay. Oh, das war knapp. Bin ich fast schon wieder drüber hinweggeflogen. Okay. Dann ist nicht direkt. So. Ja, wie immer, wenn ihr Map-Vorschläge habt, könnt ihr diese mir gerne ja, einsenden. Das heißt, es können sogar eure eigenen sein. Denkt dran, ist dann ein Unterschied, wenn es so ein Minecraft-Minigame ist, so recht hochwertig ist, könnt ihr mir das dann einfach schicken. Vielleicht habt ihr auch dann, dann werdet ihr es bestimmt auf YouTube vorgestellt haben, dann stelle ich es auch gerne vor. Und sonst, wenn ihr eine Adventure-Map oder ähnliches habt, dann ja, per Forum da schicken. Ihr kennt das Ganze ja. Okay. So. Okay, ich sinke deutlich zu tief ab, wenn ich durch den Ring da gehe. Ach, kacke. So, zack, zack. Ah, Mann. Wie mache ich das jetzt richtig? Aha, das war schon... Reicht das? Ja. Perfekt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein unglaublich cooles Minigame. Und ich freue mich so extrem mittlerweile doch auf 1.9-Update, weil... Alle haten immer, aber Leute, das wird Minecraft PvP wieder so verändern und das wird so Fun reinbringen. Glaubt's mir einfach. Also wirklich, das wird allein die Flügel, wenn das irgendwie mit Minigames auf Servern, das ist echt einfach nur krass. Also Minecraft entwickelt sich halt weiter und ich finde, man sollte da nicht blockieren, weil alles wird auf Dauer langweilig, wenn man dann die irgendwann mal die 4000ste Runde Bad Wars spielt, was bei mir, wenn ich jetzt nicht übertreiben möchte, hinkommen kann sogar, die wird auch irgendwann mal langweilig werden. Minecraft ist halt da faszinierend, dass es halt noch nicht langweilig geworden ist und halt kleine Updates, das wieder einfach den Spielspaß reinbringt. Aber ja, es müssen sich auch mal immer mal wieder grundlegende Sachen ändern, sonst wird etwas einfach langweilig, das ist so. Ne, ach Mann. Okay, ja, die Level werden auf jeden Fall immer schwerer. Das ist definitiv klar. Nee. Ich muss da irgendwie mit einem größeren Bogen fliegen. Und da richtig mit Schwung durch. Okay, ich glaube, hier kann ich mich gut hinstellen. Und wenn ich da jetzt so... Nein. Okay, Leute, ich war zu niedrig dafür.
Ah, Mann. Ich muss noch ein bisschen mehr eine Kurve fliegen, sonst packe ich das nicht. So, zack. 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 Nee. Boah, krass. So. So. Ja, seht ihr, das bringt einfach nichts. Ich denke auch, wenn wir jetzt zum Ziel fliegen würden. What? Oh. Okay. ja, okay. Wusste ich jetzt nicht. Ja, krass. Wir haben gerade das Game gebreakt. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall gibt es dann hier neue Elemente. Nämlich den Slime-Block hier. Darauf können wir dann landen. Wenn ich darauf landen könnte. Okay. Und wenn wir dann hier losspringen, dann kriegen wir einen super Jump-Boost. Und können dann weitergleiten. So. Da, nein! Ich denke, man schafft es da gar nicht durch. Nein. Okay. Also, wir springen hoch, fliegen da durch und fliegen wieder auf die Plattform. So einfach. Okay. Hier weit am Rand und go. Na komm. Ja, so. Okay. Der nächste ist dort drüben. Ich springe gleich nochmal ab. Okay. Ich glaube, wir müssen danach hier drunter durch und können direkt ins Ziel. Würde ich jetzt einfach mal tippen, weil nochmal hier drauf ist, glaube ich, unmöglich. Scheiße. Och nee. Okay, das ist zu krass. Gut. Nochmal. So, ich werde natürlich nicht das komplette Game auch jetzt hier durchzocken, weil ein bisschen sollte ich auch selber entdecken. Ich versuche jetzt noch ein paar Mal das Level hier und danach endet das Ganze auch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Map. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt ganz ehrlich, bis welches Level ihr gekommen seid. Oder ob ihr sogar alles geschafft habt. Oh Gott. Ja, im Vergleich mit den ersten Leveln ist das echt schon ein krasser Unterschied. Also die ersten Level waren ja First Try sogar. Also kann man sogar fast First Try. Und das hier ist schon echt krass. So, schön am Rand und dann go. Nein! Okay. Ja, ich bin einfach nur einmal gemein. Gehe zum nächsten Level und danach endet das Ganze auch hier. Zack. Woo. Nee, hier geht's jetzt nicht. Ach, krass. Lol. Geht es nur bei diesem Level? Weil irgendwie aus Zufall bei dem einen Level erwischt, wo das nicht geht. Warte mal. Ich teste jetzt mal. Ich bin jetzt durch einen Ring schon mal durchgeflogen. Kann ich jetzt... Nee. Krass, funktioniert anscheinend nur bei diesem einen Level. Ja, okay, interessant. Ja, dann, ich hoffe, euch hat diese Map-Vorstellung gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst gerne eine positive Wertung da oder macht ein paar Vorschläge dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video. Tschüss!